Also beim Sprungkrafttraining ist wichtig, nicht zu viel. Immer, dass man noch die maximale Kraft ausüben kann, aber das auch immer einsetzen. Also wirklich jeder Sprung so hoch es geht und mit maximaler Anstrengung. Zu den Übungen. Jede Übung wird dreimal wiederholt. Das heißt pro Übung drei Sätze. Zwischen jedem Satz ungefähr 1-2 Minuten Pause. Zwischen den jeweiligen Übungen könnt ihr auch ungefähr 3 Minuten Pause machen. So, das ist jetzt die erste Übung. Kasten nehmen, ungefähr hüfthoch. Kommt dann natürlich darauf an, wie hoch ihr schon springen könnt oder wie gut springen könnt. Den Kasten solltet ihr so wählen, dass ihr möglichst mit ausgestreckten Beinen oder fast ausgestreckten Beinen eben oben landen könnt. Das ist ungefähr 10 Wiederholungen. Immer so hoch es geht und so kraftvoll. So, die Kästen da, das ist jetzt die zweite Übung. Auch hier wieder 10 Wiederholungen, hin und zurück mache ich, sind ungefähr 10. Und wichtig, jeden Sprung so schnell vom Boden wieder abdrücken, wie es geht, um auf den nächsten Kasten zu kommen und auch so hoch es geht. Die dritte Übung, die mit dem Kasten, wird mit einem Bein immer abgesprungen, ungefähr 20 Sprünge, also 10 pro Bein. Wird ja alles so hoch, wie es geht. Die vierte Übung ist für die Waden. Finde ich persönlich nicht so wichtig, weil die Waden, die machen nicht so viel beim Springen aus. Der die Oberschenkel, der Quadrizeps. So. Wir lassen das Knie durchgestreckt und springen nur mit dem Fußgelenk hoch. Wie bei allen anderen Übungen wird er immer mit voller Kraft hochstoßen. Bevor ihr jetzt mit dem Training anfangt, ganz wichtig, haut euch ordentlich aggressives Metal in die Musikbox.